Ob Jurassic World Dominion jetzt ein großartiger Film ist oder der schlechteste Teil des gesamten Franchise, das bleibt jedem selbst überlassen. Wir haben alle unsere eigene Meinung inzwischen gefestigt. Ich meine, der Film läuft auch schon seit einiger Zeit im Kino. In manchen Kinos läuft er schon wieder gar nicht mehr. Hierbei wird es interessant, wenn wir uns mal auf die Seite der, ich nenne sie mal Hater, verfrachten. Also wenn wir mal in die Richtung der Hater schauen, wo ich mich irgendwie auch mit dazu zählen muss, beziehungsweise ich hasse diesen Film nicht, ich hate diesen Film nicht, ich fand ihn einfach nur nicht gut. Man merkt nämlich auch unter den ganzen Hatern dieses Films, ich nenne sie jetzt einfach mal Hater, ihr wisst, wie ich das meine, dass trotz allem eine große Liebe für das gesamte Franchise besteht, auch wenn man das oftmals nicht wahrhaben will und man ganz gerne mal die Jurassic World Trilogie als schwachsinnig und als schlecht beurteilt. Ich sag selbst auch immer wieder, dass sich Jurassic World 1, 2 und 3 so anfühlt, als hätte Disney das Jurassic Franchise gekauft. Aber sogar unter dem ganzen Gemecker und Gejammer, was sich ja gerade um Jurassic World Dominion immer mehr rankt, fällt eines wirklich unfassbar deutlich auf. Die Leute versuchen sich einen Grund zurechtzureden, warum ihnen der Film nicht gefällt. Einer der zahlreichen Gründe ist, der Film und das gesamte Drehbuch muss der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sein. Das ist der Grund, warum der Film unserer Meinung nach, also der Meinung der Leute, die den Film eben nicht mögen, so schlecht geworden ist. Wir schauen in diesem Video mal, was an der Behauptung dran ist und schauen uns dabei auch mal die neu veröffentlichten Konzeptzeichnungen an, die uns hier vielleicht dabei helfen, das große Mysterium hinter dem Dreh von Jurassic World Dominion zu lüften. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Schauen wir uns doch zuallererst mal die verschiedenen Konzeptzeichnungen an, die jetzt vor wenigen Tagen, beziehungsweise als das Video entstanden ist, vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden. Ich habe versucht, das Ganze mehr oder weniger recht chronologisch zu sortieren, beziehungsweise, ja, ich habe mir wirklich Mühe dabei gegeben, mir zu überlegen, wo könnten die verschiedenen Bilder reinpassen, weil es auch wirklich ein paar Konzeptzeichnungen gibt, die wir so im Film gar nicht gesehen haben. Wie zum Beispiel diese hier. Die habe ich jetzt eben relativ weit oben eingefügt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das hier die Szene ist, in der der Tyrannosaurus Rex vom Helikopter gefunden und eben auch gefangen genommen wird. Das T-Rex-Szenario bekommen wir mehr oder weniger auch im 5-Minuten-Clip mit, der es halt nicht in den fertigen Film geschafft hat, den wir erst auf der Extended Edition zu Gesicht bekommen werden. Zum Thema Extended Edition habe ich auch schon ein Video gemacht, das habe ich dir mal hier oben verlinkt. Kannst du gerne mal draufklicken und dir die News anschauen, welche Szenen es denn nun neu geben wird in dieser Extended-Version von Jurassic World Dominion. Auf jeden Fall sehen wir im 5-Minuten-Clip, wie der T-Rex ins Autokino marschiert und sich kurz danach im Wald versteckt. Der Helikopter sucht dann eben nach dem T-Rex. Das hier ist eine Szene, bei der ich mir vorstellen könnte, dass der Rex kurz danach irgendwie auf die Straße rennt und einen Laster zum Kollidieren bewegt, beziehungsweise selber in diesen Laster reinrennt und dann eventuell durch die Verletzungen, die er selber davonträgt, erst eingefangen werden kann. Im fertigen Film sehen wir nämlich nur, wie der T-Rex schon gefangen genommen ist und nach Biosyn Valley gebracht wurde. Sogar wenn wir jetzt in der neuen Extended Edition die Szene bekommen, in der der T-Rex ins Autokino rennt, fehlt uns dann trotzdem so ein Zwischenpunkt oder so eine Zwischenszene, die uns zeigt, wie der T-Rex gefangen wurde. Wir sehen eben nur, der T-Rex marschiert ins Autokino, der T-Rex rennt in den Wald, der T-Rex ist gefangen genommen und schon in Biosyn. Ich glaube, das hier könnte eine Szene sein, die so dazwischen spielt und uns zeigen würde, wie der T-Rex dann letztendlich gefangen genommen wurde. So, diese Konzeptzeichnungen hier, die kennen wir eigentlich alle aus dem fertigen Film. Das sind die Zeichnungen zu dem, zu der Wild-West-Parodie, sage ich jetzt mal, in der Owen die Parasaurolophus müssten es sein, einfängt, die sich eben frei in der Gegend herumbewegen. Und an den Konzeptzeichnungen merkt man, okay, das war auch schon von Anfang an so geplant gewesen. Zumindest war das schon im Drehbuch, das wir so dann letztendlich verfilmt bekommen haben, der Hintergrundplan. Da kennen wir so ziemlich alles. Und die Konzeptzeichnungen lassen mich irgendwie vermuten, dass die Szene ursprünglich noch ein bisschen länger gehen sollte. Das sieht irgendwie alles ein bisschen größer aus, als wäre das so eine richtig lange Szene gewesen. Im Film war die relativ schnell abgearbeitet, wie fast leider jede Szene in Jurassic World Dominion. Irgendwie kommt hier so der typische Ami-Flair wieder raus. Ich darf sowas sagen, der Großteil meiner Familie kommt aus den USA, lebt auch in den USA. Und hier merkt man einfach wieder, dass die Amis im bestimmten Dingen einfach so im Wilden Westen so ein bisschen hängen geblieben sind. Und ja, das merkt man auch jetzt hier an dieser Szene eben. Ganz nach dem Motto, wir sind immer noch die Cowboys wie früher und wir beschützen unser Land mit unseren Waffen. Und deswegen, naja, diese Szene spiegelt so ein bisschen den Amerikaner wieder. Ne? Sogar wenn Dinosaurier auf unserer Welt leben, werden wir wie Cowboys handeln und die Dinosaurier wieder einfangen. Also, ja, das ist, wie gesagt, ich glaube, ich darf das sagen, ich darf. Wenn nicht, ist mir das auch egal, jetzt habe ich es halt gesagt. Und, ja, diese Szenen kennen wir auf jeden Fall schon aus dem fertigen Film, letztendlich.
eine der vielen Szenen oder eine der wenigen Szenen bei mir, die ich ziemlich cool fand und von denen ich eigentlich gerne mehr gesehen hätte. So zeigt mir mehr das Leben der Dinosaurier, zeigt mir von mir aus auch mehr vom amerikanischen Patriotismus gegenüber der Dinosaurier, auch das, wie verhalten sich Nationen mit Dinosauriern. Haben wir nicht bekommen, keine Ahnung, wissen wir nicht, werden wir auch erstmal nicht erfahren. Mal gucken, ob dann vielleicht noch irgendwann was dazu auftauchen wird. Bei diesem Bild musste ich kurz überlegen, haben wir das im Film gesehen oder nicht? Ich meine irgendwie, ich hätte das mal irgendwo gesehen, aber das kann nicht sein, weil diese Szene nie verfilmt wurde tatsächlich. Das könnte hier der Fall sein, dass so Szenen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, denn das sollte ursprünglich in einem Nationalpark gedreht werden. Es war nicht der Yellowstone, es war ein anderer Nationalpark, den ich jetzt gerade wieder vergessen habe. Es war auch nicht Yosemite, ich müsste da nochmal nachgucken. Ich werde sie auf jeden Fall mal einblenden. Auf jeden Fall wurde zu dem Bild offiziell bestätigt, die Szene sollte eigentlich gedreht werden. Es wurde aber eben nur kein Grund genannt, warum die Szene jetzt eben nicht gedreht wurde. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, okay, hier gab es Probleme mit dem Reisen eventuell. Man sieht hier auch zwei Figuren im Vordergrund, wo man nicht genau erkennen kann, wer das sein soll. Es könnte Dr. Alan Grant sein mit noch jemandem an der Seite. Generell hätte ich das Szenario von Dr. Alan Grant gerne noch ein bisschen länger gesehen, diese Ausgrabung. Das ist so das Schöne irgendwie an Dr. Alan Grant. Und das wäre eine ziemlich coole Szene geworden, wenn man eben sieht, wie die Dinosaurier ausgebuddelt werden von den Paläontologen und eben auch von Dr. Alan Grant. Er geht aus dem Zelt raus und sieht dann eben diese zwei gigantischen Dinosaurier, die dann da ja quasi umeinander balzen, kann man schon irgendwie sagen. Es sieht zumindest so aus, als wäre das jetzt hier so ein Dinosaurierpärchen. Wäre, glaube ich, eine echt schöne Szene gewesen, wenn auch ein bisschen kitschig. Hätte ich mich ziemlich drüber gefreut. Haben wir leider nicht bekommen, warum auch immer. Gibt es jetzt noch kein offizielles Statement dazu, warum diese Szene nicht gedreht wurde, aber sie war ursprünglich geplant. Eventuell wurde sie einfach auch rausgenommen, weil der Film sowieso schon viel zu lange gewesen ist. Das kann ich euch noch nicht genau sagen. Die Szene hier, die kennen wir auch bereits aus dem Trailer und eben aus dem fertigen Film. Hier geht es eben um den Angriff der Heuschreckenplage. Was mir jetzt hier auffällt oder was mich jetzt erstmal stutzig gemacht hat, die Heuschrecken sehen hier nicht so riesig aus wie im fertigen Film später. Kann auch einfach sein, dass das jetzt hier nur so eine optische Täuschung ist, weil die eben alle so weit weg sind, aber ich finde, die sehen hier nicht so aus wie Riesenheuschrecken, sondern mehr wie so eine unfassbar schiere Masse an Heuschrecken, was schlauer gewesen wäre von Biosyn, weil da wäre man dann vielleicht nicht zwingend drauf gekommen, wer hinter dem Ganzen steckt. Aber man sieht also, die Heuschrecken waren doch schon in einer relativ frühen Planung mit dabei, beziehungsweise die Heuschrecken waren schon. Ja, man weiß eben nicht, wann die Konzeptzeichnungen hier entstanden sind. Es kann immer noch sein, dass ein erstes Drehbuch entstanden ist. Das wurde aber dann über den Haufen geworfen. Dann ist ein zweites Drehbuch entstanden und das kam dann eben am Ende dabei raus. Das ist keine Ahnung. Aber auf jeden Fall zeigen die Konzeptzeichnungen, dass das schon relativ früh im Film geplant war. Schon bevor der Film angefangen wurde zu drehen, war das also schon in der Planung gewesen. Und der Film wurde angefangen zu drehen vor der Corona-Pandemie. Und deswegen scheint das schon relativ früh fix gewesen zu sein, dass die Heuschrecken hier eine Bedrohung darstellen sollen. Auch auf den folgenden Bildern sehen wir, dass der Jurassic World Dominion-Film, den wir jetzt im Kino gesehen haben oder noch sehen werden, wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt ihn schon gesehen zum Zeitpunkt dieses Videos, weil hier gibt es eben dann auch Spoiler. Ne? Inzwischen, glaube ich, muss man das auch nicht mehr großartig ankündigen. Man sieht jetzt auch hier wieder, dass die gesamten Szenen in Malta so wohl schon von vornherein geplant gewesen sind. Denn auch die Konzeptzeichnungen zeigen uns eigentlich nahezu eins zu eins das, was wir auch im Kino sehen konnten. Wir sehen eben Owen auf dem Motorrad, wir sehen die Atrociraptoren, wenn ich es immer noch falsch ausspreche, ihr werdet es überleben. Verzeiht's mir. Wir sehen Claire, wie sie von einem Haus zum anderen springt. Auch das haben wir eben eins zu eins so im Film gesehen. Und bis jetzt ist hier noch keine Spur von wegen, dass die Corona-Pandemie dem Film irgendwie stark reingecrashed ist. Wie gesagt, wir haben jetzt hier schon mal zwei Szenen gesehen, die es eben nicht in den fertigen Film geschafft haben, aber hier kann es so einfach daran gelegen haben, dass man eben gesagt hat, ey, der Film ist jetzt schon lang genug, wir müssen jetzt langsam mal einen Break machen, wir haben nicht noch mehr Zeit davon. Aber das gesamte Szenario, was ja viele Kritiker an dem Film nicht so wirklich mögen. Die Geschwindigkeit, die der Film vorantreibt, das Ganze scheint von vornherein so geplant gewesen zu sein. Also, ja, wie es bis jetzt aussieht, hat Corona da nicht allzu viel reingeschoben, wie wir uns das zumindest vorgestellt und manche auch gewünscht haben. Wir schauen mal weiter, was sonst noch so auftaucht. Hier sehen wir jetzt auch noch ein Bild aus Malta, wo die Atrociraptoren Owen zu jagen scheinen und wir sehen einen riesigen Fußabdruck von irgendeinem Dinosaurier, entweder hier vom Carnotaurus oder auch eventuell vom Deinonychus, denn ich habe jetzt hier ein weiteres Bild nochmal für euch, in dem ich erst aufgeschrien habe, oh mein Gott, sie wollten erst den Spinosaurus einbauen, haben es dann aber wieder nicht gemacht, das stimmt aber nicht, der Spinosaurus ist nicht in dem Film verplant gewesen.
Deswegen muss ich auch mein Dinosaurier-Kostüm-Livestream noch nachholen. Das wird noch passieren, keine Sorge. Aber wir sehen jetzt hier auf diesem weiterführenden Bild eben einmal den Carnotaurus und eben einmal den Deinonychus. Das heißt, man hat sich wohl dafür entschieden, dann später im Film den Deinonychus auszutauschen gegen den Allosaurus. Das hat storytechnisch auch irgendwo Sinn ergeben, weil wir ja aus dem Kurzfilm Battle at Big Rock schon gesehen haben, dass der Allosaurus dort eingeführt wurde und da wurde er eben als Gefahr eingeführt und deswegen hat es irgendwie Sinn gemacht, okay, damit da ein Zusammenhang besteht, lass uns noch den Allosaurus mit einfügen, wir wollen aber auch den Carnotaurus behalten, also hat man den Deinonychus eben verworfen, hat eben den Allosaurus eingefügt. Ja, so finde ich nicht weiter dramatisch, weil ich denke mal, ansonsten wäre die Szene exakt genauso gewesen. Auf den Konzeptbildern hier sieht das Ganze ein bisschen brachialer aus und es hat auch was mit der Kameraführung zu tun. Ich habe mir jetzt mit einem Kollegen nochmal Jurassic Park 1 angeschaut und da fällt dir einfach sofort auf, warum die Dinosaurier in diesem Film so viel brachialer wirken als in Jurassic World Dominion. In Jurassic World Dominion hast du die Kamera permanent clean in der Mitte. Das heißt, du hast diese Größenverhältnisse nicht. Wenn du mal drauf achtest, wie das Ganze in Jurassic Park 1 gefilmt wurde, ist die Kamera bei großen Sauriern sehr oft von unten auf die Dinosaurier gerichtet, um eben diesen Größenvergleich zu simulieren. Und ich finde, dass die Konzeptzeichnungen das noch berücksichtigt haben. Die sehen irgendwie brachialer aus und mächtiger aus, als es später im Film umgesetzt wurde. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ich meine, ja, das kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Auf jeden Fall sind die Malta-Szenen nahezu 1:1 gleich geblieben scheinbar und es wurden eben nur die Dinosaurier ersetzt, beziehungsweise wurde nur ein Dinosaurier ersetzt, was uns an diesen Konzeptzeichnungen eben verraten wird. Ja, hier haben wir jetzt noch ein Bild, in dem wir auch die Heuschrecken nochmal sehen in diesem Observatorium da in Biosyn. Und es scheint so, als wären die Grashüpfer hier mit einem Flammenwerfer, zumindest sollte hier ein Flammenwerfer wohl eingesetzt werden. Im späteren Film waren das ja so Düsen gewesen, die so in diesem Behälter drin montiert worden waren. Und hier merkt man dann doch, okay, die Heuschrecken scheinen doch größer zu sein als eben, naja, als ich eben angenommen hatte auf der ersten Konzeptzeichnung. Aber es kann natürlich auch der Fall sein, dass diese Konzeptzeichnung wesentlich später erst entstanden ist. Aber auch hier merkt man wieder, dass das Thema Heuschrecken und Biosyn schon sehr früh in dieser Geschichte verankert gewesen ist. Warum ich das so häufig erwähne, ist ganz einfach, weil viele Leute und auch ich gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie der Grund ist, warum man den Fokus so sehr auf Biosyn verlegt hat, da man eben nicht mehr global drehen konnte. Also das Reisen wurde ja sehr erschwert. Und deswegen habe mir gut vorstellen können, dass Corona dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und deswegen das komplette Drehbuch verworfen wurde. Die Konzeptzeichnungen jetzt hier zeigen uns aber was komplett anderes. Es scheint wirklich so, dass die Corona-Pandemie nicht den Einfluss auf den Film hatte, wie wir uns das irgendwie vorgestellt und zum Teil auch dummerweise gewünscht hätten. Dass man irgendwie so eine Ausrede sucht, ah, der Film ist halt nur so geworden, weil die haben halt das Beste draus gemacht. Nein, wir sehen jetzt aber hier ganz deutlich, Konzeptzeichnungen entstehen relativ früh in diesem Prozess des Films. Und insofern ich das weiß und nachgelesen habe, sind diese Konzeptzeichnungen schon relativ früh entstanden, also auch noch vor der Pandemie. Ich habe jetzt hier keine exakten Aussagen, die sagen, das ist zu 100% der Fall, aber es gab bestimmte Berichte zu diesen Konzeptarts, in denen man eben nachlesen konnte, dass die relativ früh im Jahr 2019 entstanden sind. Und das war eben bevor Corona groß ausgebrochen ist. Auch die folgenden Konzeptzeichnungen zeigen uns jetzt hier diesen Kollegen, dessen Namen ich wahrscheinlich niemals aussprechen können werde, der scheinbar auch schon relativ früh im Konzept drin war. Diesen Dinosaurier hat man ja mit eingefügt, weil er eine riesige Fanbase hat. Ich habe noch nie was von diesem Tier gehört gehabt, bevor ich den Film gesehen habe. Es gab auch viele, viele, viele Theorien darüber, warum er jetzt blind sei. Ist er überhaupt blind oder eben nicht? Er kam im Film definitiv blind rüber, deswegen ist ja auch das eine Auge komplett milchig. Es gab manche von euch, die auch geschrieben haben, ja, aber das andere Auge wäre noch normal gewesen. Ich sage ganz klar, ich glaube, er ist wirklich blind, sonst würde diese gesamte Szene mit Claire null Sinn ergeben, warum er sie nicht angreift. Auch als er auf dieses, was war es denn, war es ein Elch oder war es ein Reh, reagiert, wartet er erst eine ganze Zeit lang, bis er es wirklich wittern kann, bis er das Tier angreift. Also ich glaube schon, dass das Tier blind sein soll. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Augen des Dinosauriers anschauen, da fällt uns in der Konzeptzeichnung doch etwas ganz Bedeutendes auf. Und hier will ich wieder eine Theorie mit reinschmeißen, die das einfach noch mit bestätigen könnte. Im fertigen Film haben wir diesen Dinosaurier nur gesehen, wie er quasi mit milchigen Augen hinter Claire hergejagt ist und sie aber irgendwie nicht wahrnehmen konnte, zumindest nicht richtig, und dann auch letztendlich von ihr abgelissen hat. In dieser Konzeptzeichnung sehen wir allerdings, wie das Tier so richtig verätzte Augen hat, also wirklich rot unterlaufene, teilweise angeätzte Augen hat. Und es gab mal eine Theorie darüber, die habe ich gelesen. Das ist jetzt keine weit verbreitete Theorie, die war nur in irgendeinem Forum mal aufgeflackert.
warum das Tier denn wirklich blind war. Und die Theorie ist gewesen, weil er sich mit einem Dilophosaurus angelegt hatte. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen fragwürdig an, weil die Dilophosaurier sind ja sehr klein in den Filmen dargestellt. Also wie sollen die ihm denn eine Gefahr werden? Und da hat man jetzt auch keine wirkliche Antwort drauf, aber irgendwie würde es Sinn machen, dass er vielleicht einem Dilophosaurus zu nahe gekommen ist, beziehungsweise es wird davon ausgegangen, dass dieser Dinosaurier ja ein Pflanzenfresser ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil so wie es in den Filmen dargestellt wird, hat er ja dann auch irgendwie an den Pflanzen rumgeknabbert. Und während diesem, während er quasi die Pflanzen am Boden gefressen hat, soll ein Dilophosaurus aufgetaucht sein und soll ihm die Augen weggeätzt haben. Wenn ich das Bild hier so sehe, sage ich, ja, das ist eine ganz schlüssige Theorie. Ihr wisst ja, ich mag so Theorien. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde, das ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Was verraten uns diese Konzeptzeichnungen jetzt aber über den fertigen Film, den wir im Kino gesehen haben? Also der Grund, warum ich auch dieses Video gemacht habe, ist einfach, um diesen Mythos mal ein bisschen zu bearbeiten, um mal darauf einzugehen, wie sehr hat denn die Corona-Pandemie diesem Film mitgespielt? Es steht außer Frage, dass, wie wahrscheinlich auf alles Mögliche, auch auf unser Privatleben, hat sich Corona einfach ausgewirkt. Das ist eben so. Ich meine, der Film wurde um ein Jahr nach hinten verschoben. Da muss es Gründe für gegeben haben. Der Grund ist aber, laut dem, was uns die Konzeptzeichnungen hier zeigen, nicht, dass das Drehbuch nochmal komplett überarbeitet bzw. nochmal komplett umgeschrieben wurde. Das, was wir im Ende als Film gesehen haben, ist nahezu genau das, was uns der Regisseur auch von Anfang an präsentieren wollte. Ob es vor diesem Drehbuch, also vor dem Drehbuch, auf dem die Konzeptzeichnungen basieren, noch ein Drehbuch gegeben hat, das weiß ich nicht. Aber trotz allem sind das hier Konzeptzeichnungen, die relativ früh zu einem frühen Drehbuch entstanden sind, das wir jetzt aber auch verfilmt bekommen haben. Und wir sehen, das ist nahezu alles exakt dasselbe. Da stellt sich mir jetzt halt wieder die Frage, was soll das dann mit dieser Werbekampagne? Warum hat man uns damit beworben, dass der Film wirklich global spielt? Dass es wirklich ein Film ist, der in verschiedenen Ländern spielt, wenn es doch scheinbar aber nie der Plan gewesen ist. Jurassic World Dominion ist bei weitem nicht der einzige Film oder das einzige Franchise, das eine Marketingkampagne irgendwie komplett in die Tonne tritt. Aber auf diesem Kanal geht es eben primär um das Thema Jurassic Park und auch Jurassic World. Und das soll jetzt hier auch wirklich kein Jurassic World Dominion-Gehate sein. Ich will aber einfach darauf eingehen, weil ich glaube, man kann sehr schwer leugnen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Zumindest was das Marketing angeht. Und es wurden nur einfach mal Sachen versprochen, die nicht eingetreten sind. Das kann man doch ganz schwer leugnen. Und es gab jetzt auch schon zwei, drei Leute, die geschrieben haben, ja, wenn du halt nur kritisch über Jurassic World Dominion sprechen kannst, dann muss ich den Kanal verlassen. Dann musst du halt einfach gehen. Das tut mir echt leid. Aber wenn halt irgendwas nicht so passt, wie es passen sollte, dann kann man das auch erwähnen, denke ich mal. Das ist eh so eine ganz seltsame Einstellung, die viele haben, dass sie einfach sich persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand eine andere Meinung hat als man selbst. Das ist kein persönlicher Angriff an irgendjemanden. Nur mir persönlich fällt auf, dass Jurassic World Dominion, und das fällt mir immer mehr auf, je mehr ich darüber nachdenke, aus irgendeinem Grund versucht hat, uns mit einer Marketingkampagne auf eine falsche Fährte zu locken. Vielleicht einfach auch nur, weil man einen Überraschungseffekt generieren wollte, dass der Film jetzt dann doch irgendwas ganz anderes ist. Der ist vielleicht einfach nur nach hinten losgegangen. Ich behaupte ja nicht mal, dass die Marketingmaschinerie von Jurassic World Dominion böse Absichten hatte. Ich sage aber nur, es fällt einfach wirklich auf, dass das Marketing uns etwas komplett, aber wirklich komplett anderes versprochen hat. Im Film geht es im Endeffekt nur darum, Biosyn zur Strecke zu bringen. Im Marketing wurde uns verkauft, es geht darum, dass wir jetzt erfahren, wie wir mit den Dinosauriern zusammenleben können. Die gleiche Fragestellung, die wir am Ende von Jurassic World 2 haben, haben wir auch am Ende von dem Film. Das heißt, die Fragestellung hat sich einfach null weiterentwickelt. Wir haben jetzt eben halt nur Biosyn beseitigt. Aber wir wissen immer noch nicht, wie wir jetzt mit den Dinosauriern klarkommen sollen in unserer Welt. Und wenn ich jetzt diese Bilder eben sehe, dann war das auch von Anfang an geplant gewesen und ich weiß nicht, ob der Film vielleicht anders hätte abgeschnitten, wenn man einfach von vornherein gesagt hätte, jo, der Film spielt wie ein Spion-Thriller schon fast. Der Film spielt hauptsächlich nur in Biosyn. Dann wäre man doch auch mit einer anderen Erwartung da rangegangen. So, jetzt habe ich ziemlich lange darüber gequatscht, was ich über diese Konzeptarts denke. Ich finde die ziemlich cool und auch ein bisschen aufschlussreich. Ich muss sagen, hier gab es ein, zwei Bilder, wo ich mir gedacht habe, die hätte man ruhig noch einfügen können. Gerade eben das mit dem T-Rex, aber hätte Fahrradkette, ne, im Nachhinein zu meckern, ist immer leicht. Und das ja, will ich auch. Wie gesagt, ich versuche mich gar nicht auf den Film einzuschießen. Ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Jetzt bin ich auf eure Meinung dazu gespannt. Was denkt ihr darüber? Hat Corona das komplette Drehbuch dennoch verworfen? Oder war der Film einfach, ja, ist der Film einfach seiner extrem schwachen Marketingkampagne, die ein falsches Licht auf den falschen Film geworfen hat, zum Opfer gefallen? Denn leider muss man wirklich sagen, dass die Einspielergebnisse abseits von meinen Erwartungen nicht
das erreicht hat, was man sich darunter vorgestellt hat. Das heißt, der Film ist jetzt kein Flop geworden, auf gar keinen Fall. Das ist ein finanzieller Erfolg geworden, aber bei weitem nicht der Erfolg, den die Macher und auch die Firma Universal sich dabei erhofft haben. Das heißt, der Film war auch für die Produzenten eine Enttäuschung gewesen. Lass uns mal darüber diskutieren, im angenehmen Maße, ne? Hier nicht beleidigen, es ist auch niemand angegriffen davon. Ist hier etwas falsch gelaufen? Oder einfach mal auch als Frage an die Leute, die diesen Film wirklich lieben und mögen, was ich echt cool finde. Könnt ihr aber nachvollziehen, warum Leute wie ich sagen, ich bin enttäuscht von dem Film? Oder sagt ihr, das kann ich nicht nachvollziehen, das ist einfach nur Gejammer? Ich bin auf eure Meinung gespannt, schreibt es mir in die Kommentare und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.